Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und natürlich zuallererst, ich möchte mich bedanken bei jedem, der gestern mit am Start war. Und auch generell für euren krassen Support in der letzten Zeit. Wirklich vielen, vielen Dank, ist nicht selbstverständlich. Mit der Beta und so, da gibt es so viele neue Möglichkeiten und was auch immer. Auch gestern im Stream sind wir so reingegangen, haben so geiles Packlack gehabt. Natürlich ist halt jeder gezogen, das Zeug. Aber es ist halt einfach geil, was man da so bekommt. Und dann wird es auch später noch ein paar Clips und sowas geben, denke ich, um auch den Apple-Usern zu zeigen, was da so ungefähr abgeht, weil das Ganze gibt es ja auch nur auf Android. Falls ihr noch irgendwelche Fragen, irgendwas wissen wollt zur ganzen Thematik Beta, was das ist und so, schaut euch einfach, geht einfach auf meinen Kanal, geht auf neueste Videos, also auf Uploads und schaut dann einfach mal, guckt dann einfach mal ein bisschen so die Videos durch zur Beta. Da habe ich viel, sehr, sehr viel erklärt. Ich habe auch gesagt, wie man das Ganze runterlädt. Da gab es gestern ein Video, könnt ihr euch auch gerne anschauen, wie man da rankommt an die Beta und so. Also könnt ihr gerne machen, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr auch sowas haben wollt, wenn ihr auch so geile Packs ziehen wollt. Aber dazu kommen wir später auf jeden Fall nochmal. Geil, einfach nur geil, Leute. Vielen, vielen Dank für euren geisteskranken Support gestern, wirklich. War sehr schön, mal an einem ganz anderen Tag zu streamen. Nächster Stream wird es auch wieder, am nächsten Stream gibt es am Samstag, also in einer Woche. Könnt ihr auch gerne mit dabei sein, wird sehr, sehr geil, wird sehr, sehr wild, wir können wieder richtig viel öffnen, ich habe richtig viel Bock drauf und das wird richtig schön, denke ich, das wird wirklich schön, freue ich mich auf jeden Fall drauf und wir gehen jetzt einfach mal rein, ich habe wohl mal was ganz Geiles noch mit vor, bevor wir dann doch später zu dem anderen Zeug kommen und zwar, ich habe nämlich eigentlich Bock, wenn man das so sieht, na gut, doch, komm, hier. Wir gehen mal in dieses Spiel rein und ich probiere einfach mal, ich habe keine Ahnung, ich habe das ab und zu in den letzten FIFA Mobile Teilen mal gemacht, aber ich habe Bock, ich möchte nämlich jetzt vielleicht mal probieren, ein Torwart-Tor zu schießen. Tatsächlich, ganz einfache Sache, wenn man sich das mal so überlegt, aber ich habe keine Ahnung, ob das geht. Also auf jeden Fall in den letzten FIFA Mobile Teilen war es möglich, aber ja, muss mal halt schauen, ne? Muss mal gucken, ob das jetzt hier geht. Mit Buffon mal durchracen, weil ich glaube, jeder Ballverlust ist hier richtig, richtig teuer. Okay, gut, der hat diesen Skill. Und auch der Abschluss ist ja bestimmt ganz, ganz schwierig. Oh ja. Hier den Ball verlieren wäre jetzt ganz, 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 ganz kritisch. Buffon, na. Aber er kommt halt nicht vorbei, ne? Er kommt halt nicht vorbei an der Kette. Oh, rennt einen eigenen Spieler um, Buffon. Buffon macht das Tor. Okay, es geht noch. Und das ging richtig schnell. Gianluigi Buffon. Okay, das ist krass. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass der sowas noch kann. Dass sowas noch möglich ist. Krass, ne? Können wir gleich nochmal machen hier. Vielleicht mal aus einer bisschen heftigeren Distanz schießen. Wahrscheinlich wird es dann zwar nichts mehr. Aber krass, ey. Ich hätte wirklich gedacht, dass das bei den Gegnern hier gar nicht mehr möglich ist. Aber okay. Na gut, dann gehen wir jetzt mal hier durch, ne? Zack, zack. Buffon ist einfach ein Tier. Oh, er dribbelt. So ein Dribbler, ey. Buffon, komm, aus der Distanz. Buffon! Na gut, okay. Das wäre ein bisschen zu krass, wenn er von dort. Ich weiß gar nicht, wie viel Schuss hat denn der? Wahrscheinlich so 20 oder so als Torhüter. Also viel ist es auf jeden Fall nicht. Aber wenn der mal so wirklich was macht, naja. So, können wir hier nochmal ein bisschen dribbeln mit Mané. Zack, zack. Der überrennt alle sowieso. Niet. Zack. Boah, wie er die Kurve genommen hat. Wie er die Kurve mitgenommen hat. Habt ihr das dann gesehen? Mal ein bisschen rumgedribbelt, rumgeflext hier. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und weggenommen hier. Einfach komplett ausgespielt. Okay, man muss halt sagen, das ist ein 69er Gegner auf jeden Fall. Aber trotzdem hätte ich echt nicht gedacht, dass man hier mit einem Torhüter so krass durchrennen kann und dass auch sowas hier so möglich ist. Komm, wir probieren es nochmal. Gianluigi Buffon. Zack. Oh ja, gut, okay. Aber den kann er auch, ne? Gut, okay. Zack. Boah, ist der schnell mit seinen 40, 41? Ich weiß gerade gar nicht. Oh, schieß! Oh, vorbei, schade. Okay, das wäre so krass gewesen, wenn man das nochmal hinkriegt. Aber dieses eine war schon krass, ne? Das war schon so wild.
So richtig, richtig wild auf jeden Fall. Ocampos, 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 schade. Und zack. Ja, nee, ich glaube, das ist jetzt ein dazwischen, oder? Ja, oh, ich glaube, das gibt Rot. Ja, oh mein Gott, es gab sogar Rot. Was ist denn das bitte für ein Spiel? Was ist denn das schon wieder hier für ein Spiel? Ist ja unfassbar. Einfach rote Karte. Ja moin, rote Karte für Mané. Ich fass es nicht. Was ist das denn bitte für ein ganz komisches Spiel? Jetzt muss ich mit jemand anderen tricksen. Komm, Ocampos. Ocampos wird mal ein bisschen hier tricksy, tricksy. Zack, zack, wumm. Oh, das ist faul. Oder doch nicht. Und Lupfer und Tor. Na gut, so kann man es natürlich auch lösen, das ganze Problem hier. Aber ich bin halt wohlgemerkt in Unterzahl. Naja gut, aber es ist halt kein krasser Gegner. Das muss man auch mal dazu sagen. Und das war zum Beispiel gerade ein dummer Fehlpass von mir. Aber ja, komm, egal. Also Buffon hat ein Tor geschossen. Mané hat ein super Tor geschossen. Ja, ein Lupfer-Tor gab es noch und eine rote Karte. So, komm, Ocampos, jetzt bin ich mal gespannt. Was macht er jetzt Schönes? Na, wir machen jetzt mal den und... Okay, schade. Das wäre ein bisschen zu cool gewesen. Aber ein bisschen tricksen, ich denke mal, das findet jeder cool. Macht ihr bestimmt auch immer bei diesen Spielen hier, wo es um gar nichts geht, weil man sowieso gewinnt. Ja, aber finde ich schon ganz cool, wenn man da noch ein bisschen hin und her trickst zum Beispiel. Oh ja, perfekt. Da musste Buffon gar nicht einschreiten. Und das heißt, perfekt, Torwart-Tor, Mané Dribbeltor und Kane Lupfer-Tor. Wundervoll, wunderbar, einfach geil. Ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen. Das ist einfach geil. Ja, das ist einfach gut. Viel passiert da eigentlich jetzt auch nicht. Zack, zack, nehmen wir das Ganze nochmal mit hier, was man noch mitnehmen kann. Und dann haben wir eigentlich schon fast das hier wieder alles geschafft. Perfekt. Nein, gut, das ist jetzt nicht so viel, aber schön. Schön ist es allemal. Schön ist es allemal. Ich blende euch einfach nochmal ein, was gestern in der Beta mit los war. Ja, es war unfassbar, Leute. Es war unfassbar. 103er Spieler gezogen. Ja. Ich zeige euch einfach mal das. Ich blende das einfach mal ein. Wenn ihr noch ein bisschen mehr davon sehen wollt, schaut euch auch gerne nochmal den Stream an. Da haben wir noch ein bisschen Beta gespielt und so. Wenn ihr noch ein paar Spielszenen oder sowas haben wollt, auch jetzt generell auch an die iOS-User, die das halt nicht spielen können, da könnt ihr gerne auch nochmal nachschauen. Und ich blende euch jetzt einfach mal hier ein, Leute. Let's go. Rein da. Ich drück drauf, Leute. In 3. Achso, ja, ich glaube, es gibt ein Pack, genau. Ich drück drauf, Leute. In 3, 2, 1. Gönn! So, zack, ihr schon, was ich gezogen habe. Im Chatpack. Ich werde alles spielen, was da drin ist, wahrscheinlich. Ich werde das safe alles spielen. Ich werde das safe alles spielen, was da drin ist. Weil 98 plus Spieler brauche ich für mein Team. Ihr schreibt rein, was ich gezogen habe. Carlos, ist das Beta? Ja, das ist die Beta. Carlos, oh mein Gott, Carlos, ich guck hin, jawohl, Alter, sieht das geil aus, aus 98 plus kriegt man hier also Roberto Carlos, ist richtig geil, für die Beta, geil, Alter, Roberto Carlos, richtig geil, richtig, richtig geil, mal schauen, was haben wir noch dahinter. Ey, jetzt sind 50 Spieler sind dahinter, Leute. 50 Spieler! Das müsst ihr euch mal vorstellen. Oh mein Gott! Gravenberg, Bremer, Campara, Diatta, Paul Lopez, Tragia Fico, Pirlo ist mit dabei, Sebastian Aller, 100er Spieler, Schlotterbeck, Pope, Gedesch, Hilfe! Sieht das geil aus! Sieht das geil aus, Alter! Was gibt's noch? Mal schauen. Was Harry Kane, Bobby Moore, Vieira, Hilfe, Kessier, Werner, Kostic, Süle, Lacazette, Weghorst. Geil, Alter. Oh, mehr 102er. Gündogan, Rashford, Kane, Gündogan. Junge, Hazard, Player, Pavard, Cafu, Raul. Alter. Sieht das geil aus. Heilige. Muss los, die sind zu krass, ja. Ihr habt's gesehen, Leute. Absolut krass, was da los ist in der Beta. Ich habe jetzt ein 106er Team. Vielleicht zeige ich es euch mal morgen oder so nochmal in einem Video. Ist auf jeden Fall sehr, sehr wild. Und ich denke mal, wir sehen uns auch, denke ich, einfach mal morgen wieder. Morgen gibt es wieder ein wildes Video, Leute. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.